Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und mit mir, meine Leidensgenossen, sind der Gamer Naper Grüße. und der Olli N. Hallöchen, Und Popöchen. wir flüchten gerade vor dem Baron, der in dieser Runde der Killer ist. Das wollen wir doch mal sehen, ob ihr flüchtet. Ich habe so das Gefühl, dass der Baron echt so ein Der Baron ist bisschen. wirklich ein Psychokiller, Ja, der tut so irgendwie einen auf nett, aber im Wald ist er richtig so skrupellos und Alter. Ich hab keine Ahnung, ohne. wovon du da sprichst. Kommt dir mein Zuckerkuchenhäuschen? Fuck, Alter, ey. Ja, und diesmal werden wir auf jeden Fall. Ich hab schon wieder den Ultrafehler gemacht, ey! Ah, ich bring dich um, ey! Ach Gott, Alter, nein! Olli, rennst du eigentlich immer so mit offenen Händen so immer durch die Gegend so? Nein, der hat mich gesehen und ich dachte, boah, ich geh jetzt da runter, weil da gibt's einen Ausgang, aber da sind halt nur so Hüttchen irgendwie. Oh, lass mich nochmal los, ey. Oh, dann kann ich wieder 2 Stunden zugucken, ey. Mann! Zumindest Ich kann ich komme halt dich. hier auch nicht mehr raus, Alter. Nein, ich struggle halt schon, ey. Fuck! Aber der hängt bei dir noch rum, ne? Na, ich muss strugglen, Alter. Ich bin halt auf Ja, ich halbem meine, Leben und. ob der Baron noch bei dir, ob er gegen Keine die Ahnung. Susi. Ja, ich glaube schon, dass der steht, glaube ich, oben an der Treppe und wartet. Also, ich weiß es nicht. Na, ich bin tot. Ja, toll! Tschüss! Fuck! So, Leute, Mann! das war's bei dieser Folge mit dem Olli. Ich hoffe, es hat Tschüss! euch Ich bin gefallen. raus. Scheiße, Alter. So ein Drecksspiel, Mann! So ein Abfuck, ey. Vor allem, ich habe halt einen Punkt wahrscheinlich. Hast du jetzt zu selten Ja, Stealth-Games gespielt? Score Total. Nee, okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. Wow, geil fürs Nichtstun einfach, ey. Scheiß die Wand an, ey. Kacke. Ja, ihr stellt euch auch viel besser an als ich, Alter, ey. Ja, ich habe schon einen Generator repariert. Echt? Krass. Ja. Ja. Weil ich wusste, dass der Tod wenigstens diesen Generator rettet, weil ich hab's daran dreimal verkackt, Ja. aber ich wusste, dass der Baron dich nicht alleine lässt. Das war somit ein Gratis-Generator für moi oder für Tja, was uns. mache ich denn dann in der Zeit? Ich könnte ein bisschen Preacher lesen. Ich würde meinen Du Olli doch musst. niemals alleine lassen. Ich muss. Wow! Kannst Alter. ja kommentieren hier. Du bist jetzt unser Ja, Vertreter. bei Wödern wird's spannend, Alter. Ohne sowas. Weil wenn er jetzt direkt in der Nähe ist, du musst Ja, der schon hat ihn schon gesehen, der ist gespawnt genau an ihm vorbeigerannt, der läuft sein. gerade vor ihm weg. Ich konnte gerade durch den Schatten irgendwie nichts machen. Oder kann man im Schatten Du angreifen? kannst unsichtbar nicht angreifen, ne? Na gut. Ach ja, die sind unsichtbar. Ob übrigens die Maps wechseln sich wohl randommäßig ab, weil Ja. er hatte jetzt die Stimmt, ja. unsichtbaren und die hatten wir jetzt gerade schon. Jo. Und die sind auch tatsächlich an derselben Position. Zumindest kann ich mich an den einen Generator erinnern, dass ich da schon mal dran war. An derselben. Nice. Shit. Es hört sich Boah, stark der Böder ist danach. auch. Ja, wollte ich gerade sagen, bist du ruhig, ey, so 100% Übel, Alter, er konzentriert ist krass konzentriert. Manometer, Geile Sache, ey. Wer einmal im Baum hackt, ey. Ja, mit dem um die Barrikaden rumrennen ist schon. Ja, da kommst du voll gut weg. Ja, jetzt habt ihr schon 2 Generatoren dann, ne? Ja. Wahrscheinlich. Krass. Ihr seid ja Bist du. Füchse, ey. Was? Wenigstens hat mein Tod dann für Ablenkung gesorgt, ey. Ja, war gut. Ja, siehst du, habe ich doch was Sinnvolles beigetragen. Aber wäre Zufall, natürlich ey. schöner. Ach, da sitzt du auch gerade dran. Ja, auf der anderen Seite. Aber ich hab's gerade irgendwie, ey. Ich versau halt auch immer diese Quicktime-Events, Alter, ey. Ja, ich auch So in manchmal, letzter wenn Zeit, es ja. losgeht und gleich auf dem Balken ist, Alter, dann. Pff, Da habe ich Alter, jetzt auch keine ein Chance. bisschen Schiss davor, wenn ich dann nächste Runde wieder mit Überlebender bin. Vor den Quicktime-Events. Ja, weil Ich gut, hab halt. da konnte ich halt jetzt auch überhaupt nicht üben, weil ich in den beiden Spielen vorher auch Ah, so schnell stimmt, ja. rausgeflogen bin.
Ja, da ging's dir wie mir. Ich habe auch noch keinen Generator zum Laufen gekriegt. In der kompletten Aufnahmesession noch nicht. Dann sind wir doch schon mal zwei. Ja. Aber du warst wenigstens erfolgreich im Töten, ey. Ich war in nichts erfolgreich. Nicht mal in seiner Beziehung. In meiner Beziehung? Ja, weil du sagtest, nichts erfolgreich. Auch ich im Spiel, du Trollololol. Ich wollte den Witz ein bisschen länger ziehen, schon. Oh, voll lustig. Dass ich hier ein bisschen wollte. Ein bisschen Pop. Pep. Brauda. Ja, wir könnten ein Lied singen in Gedenken an Bud Spencer, aber das passt irgendwie nicht zu diesem Let's Play. Sonst würde ich jetzt... Lalalalala. Die Engel aber, essen Bohnen. Genau. Ja, ist verdammt schade, Alter, dass der gestorben ist, ey, aber der war halt auch schon echt richtig alt, ne? Der ist halt so alt wie meine Oma, ey, gewesen. Oh, noch eine. Oh. Krass. Zumindest, wie man aber hört, ist der wohl aber sehr friedlich. Ja, vor allem, ich habe ja die, was ich krass fand, ich habe halt die Bud Spencer Seite, die offizielle, geliked, die er halt auch mit betreut hat. Und da haben sie halt am, erst Sonntagnacht, glaube ich, oder Montagnacht ist er gestorben. Und am Samstag hat er halt noch ein Bild gepostet von sich in seinem Stuhl mit seiner Gitarre. Also... Ach, jetzt wird's aber hier deep in die Gefühle gehen. Es muss halt irgendwie ziemlich plötzlich dann, wahrscheinlich Schlaganfall oder irgend sowas dann halt. Aber ich meine, ist ja auch besser, so gesehen, bevor du, keine Ahnung, bevor der jetzt 3 Wochen gelitten hätte vielleicht oder so. Habe ich mir mal die Rede angehört von Terence Hill auf der Beerdigung von Bud Spencer. Ah, das wollte ich noch angucken, ja. Da gehen die Tränen, Alter, ich sag's Ja, schon, Günter Grass ist auch gestorben, das vergisst man dann auch immer so in dem Zusammenhang immer zu erwähnen, wenn dann Bud Spencer gestorben ist, aber trotzdem ist auch krass, ey. Der hat halt auch sau viel erreicht in seinem Lauf, Leben. Rödern! Ich muss mich opfern! Rödern, es liegt jetzt an dir! Lauf weg! Gib mein Bestes! Lauf weg! Es gibt... Was ist das, Alter, ey? Ja, ich hab mir selbst... ich bin an dieser Barrikade nicht vorbeigerannt und hab sofort... Ich hab's gesehen, ja. ...geworfen. Yeah. Shit. So, wo find the exit. Ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Ich mach ihn gerade auf. Nice. Dann komm du schon mal. Dann ist unser erster Winter Überlebenden. Ohne Scheiße, ist so geil. So, Tor ist auf. Ging jetzt auch relativ schnell eigentlich. Ja, dein Opfer hat's gebracht, Olli, ey. Tja. Wo bist du? Ja, kannst du nicht ohne mich schon durchgehen? Doch, aber... Dann mach's, ich bin schon auf dem Weg dahin, ich weiß, wo das Ding ist. Ja, Rüdern ist aber in der anderen Richtung, ne? Ja, es gibt 2 Ausgänge. Achso. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Schau, so, nicht mal so weit habe ich's jemals gebracht. Ich hab's gerade auch erst gesehen. Wieso gewinnen wir instant, wenn du jetzt durchgehst? Nee. Ja, dann geh einfach ruhig, ich regel ja, das. Ja, geht hier. Doch. Ja. Damit wir jetzt einen Win haben. Ja. Ein Win. Der erste Win der Überlebenden, ne? Entkommen! Oh, ich hab da. Eine Luke gefunden. Nice! Oh, ich hab die Luke gefunden. Hier. Ey, diesmal krass wenig Punkte, Alter. Ja, wenn du so durchrushst. Oh, muss schon spielen. Mach's gut. Kann du nicht da auf dem Weg noch killen eigentlich? Ja, bis du halt ganz raus bist, ne? Shit. Krass. Endlich mal gewonnen. Gibt's ja, gar nicht. Ja, nicht so spannend auf meinem Kanal, dafür umso spannender bei den anderen beiden. Endlich mal ein Sieg errungen hier bei Dead by Daylight. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haut rein, ihr geilen Schnitten. Mach's gut. Tschüss dann.